Nach einem politischen Marathonlauf gerieten die Grünen gestern auf dem letzten Meter ins Straucheln. Und sie stolperten nicht über sperrige Koalitionspartner, sondern über sich selbst. Denken wir nicht nur in unseren parteipolitischen Strukturen, in Flügellogiken, denken wir gemeinsam. Annalena Baerbock gestern auf dem Bund-Länder-Forum der Grünen. Da wusste sie schon, dass hinter den Kulissen zeitgleich hart um die Posten im Kabinett gerungen wurde. Die Präsentation des Personaltableaus musste verschoben werden. Gleichzeitig wurde die Zeit knapp. Der Beginn einer digitalen Abstimmung aller Mitglieder über den Koalitionsvertrag und das Personal wurde auf heute verschoben und so mussten Entscheidungen her. Fast vergessene Fronten brachen auf, Pläne neben Robert Habeck und Annalena Baerbock auch Cem Özdemir an den Kabinettstisch zu holen, stießen beim linken Parteiflügel auf entschiedenen Widerstand. Immerhin gibt es nur 5 Ministerien für die Grünen, 3 ausgewiesene Realos und kein Platz für Anton Hofreiter. Das sorgte für Protest. Erinnerungen an 2019 wurden wach. Özdemir scheitert an Hofreiter, so damals die Schlagzeilen, als der Realo im Kampf um die Fraktionsführung gegen den Vertreter des linken Flügels verlor. Diesmal kam es anders. Cem Özdemir kann als Direktkandidat auf ein Spitzenergebnis in seinem Wahlkreis verweisen. Er kommt aus der grünen Hochburg Baden-Württemberg. Er wird überparteilich geschätzt. Er bringt als Person einen Migrationshintergrund mit ins Kabinett. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner gab am Abend den einstimmigen Beschluss des Bundesvorstands bekannt. Die Entscheidung für Robert Habeck als Minister für Wirtschaft und Klimaschutz und für Annalena Baerbock als Außenministerin war so erwartet worden. Steffi Lemke, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, wird Umweltministerin. Anne Spiegel, derzeit Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, übernimmt das Familienministerium. Beide werden dem linken Flügel zugeordnet. Cem Özdemir, der außenpolitische Erfahrung hat, der in den letzten Jahren Vorsitzender im Verkehrsausschuss war, wird Landwirtschaftsminister. Als Kulturstaatsministerin komplettiert Claudia Roth das Personaltableau der Grünen. Robert Habeck verteidigte die Wahl der grünen Ministerien gestern mit blumigen Worten. Ein vierblättriges Kleeblatt. Wirtschaft und Klima und Umwelt und Landwirtschaft. Die Ressorts, die sich in der Vergangenheit permanent blockiert haben, auf einmal können sie zusammenarbeiten. Das Außenministerium ist, wollte ich sagen, die Blüte der Stängel, aber spiegelt dann sozusagen das Innen und das Außen. Inhalte, Ministerien und Personal, über all das entscheiden die Mitglieder ab heute im Paket. Am 6. Dezember soll das Ergebnis bekannt gegeben werden.